Im Ringen um Frieden in Afghanistan suchen Vertreter der radikal-islamischen Taliban und Oppositionspolitiker aus dem kriegszerrissenen Land in Moskau nach einer Annäherung. 100 Teilnehmer sind in der russischen Hauptstadt für eine zweitägige Konferenz zusammengekommen. Auch Ex-Präsident Hamid Karzai reiste an. Die Regierung in Kabul ist nicht vertreten. Die Taliban, die mit 10 Gesandten dabei sind, lehnen nach wie vor Gespräche mit der afghanischen Regierung ab. Russlands Außenminister Sergei Lavrov bezeichnete das Treffen als nützlich und begrüßte die Unterredung. Russland beteiligt sich aber nicht direkt an den Verhandlungen. Die Taliban greifen nahezu täglich Kontrollposten und Stützpunkte der afghanischen Sicherheitskräfte an. Nach Militärangaben beherrscht die Regierung inzwischen nur noch wenig mehr als die Hälfte des Landes. Weitere rund 30% sind umkämpft.